Jet, der Strahl. Heute allgemein für Strahltriebwerke und damit angetriebene Flugzeuge. Der Strahlantrieb hat den Propeller keineswegs verdrängt. Aber Kampfflugzeuge aller Luftwaffen sind heute Strahl- oder Düsenflugzeuge. Die deutsche Luftwaffe orientiert sich an der Verteidigungskonzeption der NATO. Flexible Erwiderung und vorbedachte Eskalation, das heißt, auf jeder Ebene möglicher militärischer Konfrontation die angemessene Antwort bereitzuhalten und auch geben zu können. Luftwaffe und Marine leisten hierzu ihren Beitrag, indem sie ihr Verteidigungs- und Einsatzkonzept an der bestehenden Bedrohung orientieren, die Waffensysteme modernisieren, die Ausbildung so effektiv wie möglich gestalten und einen hohen Bereitschaftsstand unterhalten. Die Einsatzaufgaben der Luftwaffe teilen sich: die Phantom RF-4E als taktischer schwerer Aufklärer, in besonderen Situationen auch als Jagdbomber. Die Fiat G91 als leichter Jagdbomber und leichter Aufklärer. Die Phantom F-4F als Jäger und Jagdbomber, Tactical Fighter. Und die F-104G Starfighter als Jagdbomber für konventionellen und möglichen nuklearen Einsatz. Falls erforderlich, kann jeder die Aufgaben eines anderen Typs bedingt übernehmen. Diese Doppelrolle ist eine erhebliche Mehrbelastung für die Besatzung und setzt strenge Maßstäbe für die Vorauswahl der, wie es heißt, Wehrfliegertauglichen. Wer so ein Millionending fliegen will, muss kerngesund sein. 3725. Das Flugmedizinische Institut der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck bei München ist der große TÜV für alle Fluganwärter und Flugzeugführer der Bundeswehr. Auch alte Hasen müssen hier zu regelmäßigen Wiederholungsuntersuchungen. Voraussetzung für die Tauglichkeit ist nicht nur ein rundum gesunder Organismus. Auch Konzentrationsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit, körperliche und geistige Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit werden getestet. Das ist der Tag, auf den er anderthalb Jahre hingearbeitet hat. Der Tag, an dem ihm endlich Flügel wachsen sollen. Nach gründlicher theoretischer Vorbereitung im Klassenzimmer und vor Ort. Und dann zum Lufteintritt zum Kühler. Inzwischen hat er gebüffelt und gelernt, nur noch in technischen Werten und fliegerischen Verfahren, den Procedures, zu denken, die für die einzelnen Flug- und Gefahrenzustände die kürzeste, durchdachte und sinnvolle Anweisung zum jeweiligen Handeln darstellen. Auch für den Startvorgang der Piaggio 149D.
Das theoretische Wissen wird vertieft. Das fliegerische Gefühl verfeinert sich von Tag zu Tag. Hier abgedriftet. Zweimal also dann den nächsten Turn nach rechts, um wieder über unbewohntes Gebiet zu kommen. Und nehmen uns einen Reference Point und gehen jetzt mit der Nase nach oben. Aircraft in 1 Uhr Position. Mal probieren Sie es mal. Hoch, Sie müssen die Nase mehr hochnehmen. Nach oben, ein wenig mehr pitchen. Nach oben ziehen, nicht nur rollen. Jetzt lassen Sie den Flipper ein wenig nach vorne und rollen aber weiter. Jetzt sind wir 45 Grad durch. Nehmen Sie langsam Backpressure und Querlage raus. Zeitruder nicht vergessen. Ja. 40 Grad haben Sie noch zu gehen. Lassen Sie ganz langsam den Knüppel nach. Lassen Sie die Maschine weiter. Und weiter, weiter, weiter. Und nach rechts. Jawohl. Reference Point nicht aus den Augen verlassen. Verlieren. 45 Grad. Nase langsam. Aber weiter rollen. Auf der Stelle rollen. Ja, ein bisschen schnell waren wir noch. Querlage rausnehmen und nicht zu schnell werden. Jetzt nach oben mit der Nase Querlage einnehmen und jetzt das nach rechts geht besonders mit dem Seitenruder nachhelfen, um den Torque und den Prop-Effekt auszugleichen. Muss man ganz schön stark reintreiben. Ja, das muss kontinuierlich gebraucht werden. Ja. Und 45 Grad zum Überbock raus. Nase langsam an den Horizont bringen und ausrollen dabei. Die Vorauswahl hat er bestanden und bekommt es schwarz auf weiß. Der Fortbildung in der Bundesrepublik Deutschland sind aber Grenzen gesetzt. Dichte Besiedlung, Lärmbelastung, widriges Wetter, Mangel an Schießplätzen und Tieffluggebieten. Darum wird die weitere Ausbildung für den Flugzeugführer in die USA verlegt. Aus dem Land der unmöglichen Begrenztheiten in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. In den weiten Ebenen von Texas und Arizona gibt es Platz genug auf der Erde und einen wolkenlosen Himmel. In Shepherd, Texas, steht der Luftwaffe ein Übungsgelände zur Verfügung, das größer ist als die ganze Bundesrepublik. Ankunft einer neuen Klasse aus Germany mit Kind und Kegel. Herzlich empfangen vom Staffelkapitän. Belehrung durch den Sheriff über Law and Order. Wohneinheiten für Junggesellen, für Ehepaare. Swimmingpool und Straßenkreuzer, Secondhand, klar. Und schon fühlt man sich in Texas zu Hause. Noch einmal kurz Luft holen. Vom Fliegen dürfen Sie vorerst nur träumen. Uhr 30. Dienstbeginn für die Students. Abschied von Licht, Luft und Sonne. Hinter die schützende Schallmauer in fensterlose Klausur. Voll klimatisiert bei schattenlosem Neonlicht. Procedure of course is fuel shutoff T-handle affected engine pull-off. Within the 10 seconds that it takes the engine to wind down, you should have already accomplished the second step, which is throttle effect. In Shepherd spielt sich die fliegertheoretische Ausbildung im Wesentlichen nach dem richtig-falsch-System ab. Für persönliche Auslegungen kein Spielraum. Systemkunde T37, Wetterkunde, Navigation, Blindflugverfahren, Umgang mit Tabellen und grafischen Darstellungen, Aerodynamik, Flugzeugtechnik, Flugrecht, Flugmedizin, das sind so einige der zahllosen Angebote und alles in Englisch. Da kann einem schon der Schädel brummen. Wieder aufrichten, bisschen Backpressure. Und wie es so amerikanische Art ist, alles pikant gewürzt mit einer Fülle von Tests und Prüfungen. Vor jedem Flug findet eine Besprechung statt, das Briefing. Alle Einzelheiten vom Start bis zur Landung werden durchgespielt. Major Rudder. Hi, Rick. Gute 150 Übungsflüge müssen hier täglich abgewickelt werden, neben dem, was sonst so läuft. Lehrer und Schüler bekommen die letzten Informationen über ihr Übungsgebiet, die neuesten Wettermeldungen und schließlich ihre Flugnummer. Eintrag in die Startliste. Ordnung muss sein.
Helm, Fallschirm, Ohrenschützer, die nicht zu Unrecht Mickey-Mäuse heißen. Die Cessna T-37, etwas pummelig, aber gutmütig. Unter den Lehrern sind nur wenige Deutsche. Aber rund 100 von den Schulmaschinen hier sind Eigentum der Bundeswehr. Obwohl das Flugzeug ihm vom Wacht als technisch einwandfrei gemeldet wurde, muss der Schüler, präzise nach der Checkliste, die Vorfluginspektion durchführen. Der Lehrer überwacht ihn dabei. Canopy not locked, warning light, check on. Engine ice warning light, press to test. Engine fire detect circuit, test. Engine overheat detect circuit, test. Fuel low level warning light. Nummer 9 des Checks vor dem Rollen. Schleudersitzsicherungen entfernt und vorgezeigt. Taxi 20, Shepherd Tower, change the departure control frequency. Wind 120 at 26, clear for takeoff. Taxi 20. Alle 5 Minuten ein Start. Wo wäre das in der Bundesrepublik, den Anliegern eines Fliegerhorstes zuzumuten? Airwork nennen es die Amerikaner. Und es trifft es genau. Ein Düsenflugzeug etwa aus dem Spin, dem Trudeln, heraus zu manövrieren, ist keine Frage fliegerischer Fantasie, sondern der richtigen Procedures, der exakt auswendig gelernten, in Fleisch und Blut eingegangenen Handgriffe und Verfahren. Airwork. Man sieht es ihnen an. In der Lehrzeit sind 1,5 Stunden Kunstflug harte Arbeit. Auch sonst wurde den jungen Offizieren nichts geschenkt. Feststellung der Wehrfliegerverwendungsfähigkeit, Erwerb und Nachweis der englischen Sprachkenntnisse, fliegerische Auswahl, Screening genannt, und die fliegerische Grundausbildung hier in Shepherd. Wer das geschafft hat, kann mit sich und mit seinen Ausbildern zufrieden sein. Die Männer strahlen. Ein Festtag. Das Tätigkeitsabzeichen für Luftfahrzeugführer wird verliehen. Die Schwinge. Das Traumflugzeug für die gequälten T-37-Schüler ist das Anschlussmuster Northrop T-38. Der formschöne Überschalltrainer besticht durch seine Flugleistungen. 2 Sitze in Tandemanordnung hintereinander liegend, Zwillingsstrahltriebwerke mit Nachbrenner. Eine erfreuliche Abwechslung im täglichen Schulbetrieb sind ausgedehnte Überlandflüge. Sie vervollständigen nach und nach auch das Amerika-Bild der Schüler. Über
über den Canyons des Colorado. Mit 7 Stauanlagen ist der Fluss die Lebensader für ein Gebiet mit 10 Millionen Einwohnern. Allein der Stausee Lake Mead ist 180 Kilometer lang. Mit der T-38 erhält der Schüler eine solide Ausbildung in der Hochgeschwindigkeitsfliegerei, die ihn später befähigt, auf doppelschallschnelle Starfighter oder Phantomkampfflugzeuge umzusteigen. In Luke Air Force Base begann 1957 die Umschulung deutscher Piloten auf Strahlflugzeuge. Heute werden unsere jungen Flugzeugführer hier mit dem Starfighter und seinen Waffen vertraut gemacht. Gatling gun, and it shoots how many rounds per second, Thomas? 4,300, between a minute, between 66 per second. 66 rounds per second, that's correct. How many gun motors does it take to operate this electrically operated gun? One gun motor with 2 windings. Okay, it's bullets and it requires what kind of voltage? DC. DC? That's correct, 28 volts DC. Ein ehemaliger Schüler erinnert sich. Über der heißen, flimmernden Wüste fliegen wir Luft-, Boden-, Waffeneinsätze und jagen im Tiefflug über die Tactical Range. Die Bilder wechseln mit jedem Einsatz und Sonnenstand. Mit Luke endet die Schulung in den USA. Unsere Studenten sind nun voll ausgebildete Jetpiloten. Okay. Nach Abschluss der Ausbildung eine Phase der Erholung. Daraus kann man eine Studienreise machen und einen Haufen Bildung aufladen. Etwas strapaziös. Oder einfach mal Pause machen, mit den in letzter Zeit zwangsläufig vernachlässigten Frauen entspannen. Endstation Homestead in Florida. Überlebenslehrgang See mit Fallschirmsegeln und Motorschlepp. Beim Aussteigen über See kommt man nicht immer rechtzeitig vom Fallschirm los. Wenn Wind ist, treibt er den Schirm vor sich her und schleift den Mann durchs Wasser. Dieser Schleppvorgang wird simuliert, um das Lösen vom Schirm unter Zug zu üben. Eine feine Sache unter der Sonne von Florida. Weniger schön in der Nordsee im November. Aber ein charakteristisches Detail der letzten Klippe, die der Jetpilot noch umschiffen muss. Der sogenannten Europäisierung. Geschwadertauglich ist er erst, wenn er den Einweisungslehrgang in die europäischen Wetterverhältnisse absolviert hat. Wetterbestimmend für uns bleibt das komplexe mitteleuropäische Tief mit 2 Kernen, einem über Westfrankreich und einem zweiten über Süddeutschland. Das bedeutet für die gesamte Area bis auf den äußersten Nordwesten schlechte. Nun beginnt für den jungen Jetpiloten die Bewährung in den Kampfverbänden der Luftwaffe und Marine. Aber heute grünes Licht. Es wird geflogen.
Wenn in den USA der Einsatz wegen schlechter Sichtbedingungen unmöglich war, blieb das die Ausnahme. Hier in Deutschland spielt sich ein großer Teil des fliegerischen Geschehens unter ungünstigen Wetterverhältnissen ab. Von der Luftwaffe und Marine wird die Allwettereinsatzfähigkeit verlangt und die Besatzung muss alle Arten der Blindflugnavigation beherrschen. Im Simulator können fast alle Flugsituationen durchgespielt werden. Pilot beim Crosscheck aller Flug- und Triebwerkinstrumente plus Navigation und Funk und der Freund-Feind-Kennung. Das Monstrum ist aufwendig in der Wartung und kostet mehr als zwei Flugzeuge. Aber es spart Treibstoff, fliegt bei jedem Wetter und kann extreme Notlagen simulieren. Unkontrollierter Flugzustand. Jetzt hat er das Flugzeug wieder abgefangen. Okay, ist recovered. Gut, da haben wir 15.000 Fuß gebraucht. Ja, ist nicht schlimm. Ein Verband bei schlechtem Wetter auf dem Rückflug zur Basis. Der Controller auf der Basis gibt jedem Flugzeug Anweisungen für den Endanflug. Die Maschinen werden förmlich heruntergesprochen. Mit welchen Schwierigkeiten die Luftwaffe im täglichen Dienstbetrieb, zum Beispiel bei der Durchführung einer Tiefflugübung, zu kämpfen hat, zeigt diese Tiefflugkarte. Deutlich treten als dunkle Felder und Punkte die vielen fliegerischen Beschränkungsgebiete hervor. Dazu kommt, dass der lange nord-südliche Schlauch, den die Bundesrepublik Deutschland bildet, noch verengt wird durch zwei Sicherheitszonen entlang der innerdeutschen Grenze und zur Tschechoslowakei. Das Ausarbeiten einer Flugroute wird so zu einem echten Puzzlespiel für die Crew. Karlsruhe vorbei, nach Landau hin, ja. Von Landau dann rüber nach St. Wendel an den Turm, der mit 2000... Eine Phantom RF-4E wird mit Blitzlichtkartuschen geladen. Die Phantom als Aufklärungsflugzeug ist mit hochwertigen Kameras für Tag- und Nachtaufnahmen, Infrarot-Abtastgerät und Seitensichtradar ausgerüstet. Der Aufklärer rollt bis zur Bildstelle und schon wenige Minuten nach der Landung sind die Filme entwickelt. Tage 2, mal weiter durchlaufen. Was war das nächste?
Das Negativ kann über das Fernsehauge bis zu 20-fach vergrößert und elektronisch positiv umgekehrt werden. Zur gründlichen Auswertung für angemessene Reaktion. Ein Verband Starfighter, der Marineflieger, ist zu einem Übungsschießen auf Seeziele gestartet. Die Sprühscheibe wird ausgebracht und in Schlepp genommen. Die Signalflaggen zeigen an, dass scharf geschossen wird. Der Starfighter-Pilot muss fliegen, navigieren, sein Ziel finden und bekämpfen, die gegnerische Abwehr austricksen und Abfangjäger meiden. Und das alles zur gleichen Zeit. Voll ausgebucht nennt man das und lässt schon ahnen, dass die nahe Zukunft nicht nur beim zweiten Triebwerk liegt, sondern auch beim zweiten Mann im Cockpit. Die Einsatzsteuerung des Geschwaders regelt und überwacht den gesamten mit dem Flugbetrieb und der Störbehebung zusammenhängenden Apparat. Jetzt in die Westschleife, stellen der 14 und 16 Maschinen reinstellen. Ja, bitteschön. Die Tafel gibt Auskunft über den augenblicklichen technischen Zustand eines jeden Flugzeugs. Mindestens 70% der Flugzeuge des Geschwaders sollen jederzeit flugklar sein. Dieser Klarstand muss auch in der härtesten aller Belastungsproben gewährleistet sein, während der Umrüstung auf ein neues Einsatzmuster. Den Alpha Jet, in deutsch-französischer Zusammenarbeit entwickelt, will die Luftwaffe für die Luftnahunterstützung, Gefechtsfeldabriegelung und Aufklärung einsetzen. Der Alpha Jet ist robust und wartungsfreundlich ausgelegt, hat kurze Start- und Landestrecken, einen Aktionsradius, der ausreicht, Schwerpunkte zu bilden und Ziele notfalls auch mehrfach abzudecken. Und eine maximale Flugdauer von 3 Stunden. Hauptsächlicher Vorteil für die Überlebensfähigkeit und das Durchsetzungsvermögen des Alpha Jet im Tiefstflug sind jedoch seine Wendigkeit und hohe Manövrierfähigkeit. Damit ist er seinem Vorgänger, dem leichten Jagdbomber Fiat G91, an Kampfkraft und Reichweite überlegen. Den Kern der Luftwaffe und der Marinefliegerverbände werden die 322 Flugzeuge vom Typ Tornado bilden. Das MRCA ist eine deutsch-englisch-italienische Gemeinschaftsleistung und zur Ablösung der F-104G Starfighter bestimmt. Aus den verschiedenen Mischungen der Waffensysteme wurde unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten die Kombination aus Tornado, Alpha Jet und F4 Phantom als die beste zurzeit realisierbare Lösung ermittelt.
Boden geleitete Abfangjagd. Die bemannte Jagd wurde schon viele Male totgesagt, aber sie lebt. Der Tactical Fighter übt und beherrscht sie, auch wenn er inzwischen als Jagdbomber operiert. Das ist der Witz, hinter den anderen zu kommen. Vorbereitung zum Schuss. Entsichert. Check your fuel. Okay, fine. Sorry. Okay. Launching a Fox 210. Das wär's gewesen. Level flight. Roger 07. Mach gut aus. Die Technik hat die Kampfflugzeuge verändert. Aber darin sitzen immer noch Menschen. Das sind keine Supermänner, eher clevere Typen. Männer, die durch die Fliegerei verbunden sind. Denn Fliegen ist immer noch dabei.